schon. Team Alternate mit dem Standardband Stitches. AAA hält dagegen mit Zeratul. Bei Alternate gibt es Tychus als First Pick. AAA ETC. Wow, das sind sehr, sehr merkwürdige Picks, die AAA hier bringt. ETC und eine Sibo als erste Wahl. Eine Sibo schon so zeitig zu bringen, sorgt halt dafür, dass halt auf jeden Fall der Counter halt schnell kommt. Und der ist halt auch da sofort mit Tassadar. Aphis wird noch mit dazu genommen. Auf jeden Fall solide Wahl. Natürlich gleich die wichtigen Tanks rausnehmen. Dann kommt Sergeant Hammer und Werler von AAA. Gute Ideen. Ich weiß halt nicht, was sie sich mit ETC denken. Bei Alternate dann die Antwort mit Kerrigan und Uther. Und Kerrigan ist dann halt auch ein guter Counter gegen Sergeant Hammer, gegen The Sibo. Und Uther natürlich als perfekte Wahl, um das Ganze auch losgehen zu lassen. Also als schöner Initiator für den Fight. AAA bringt dann als Final Pick Brightwing, was auch Sinn macht. Aber ETC, na, schauen wir uns mal an, was der in dem Kampf so ausrichtet. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, aber man weiß ja nie. Und wir sind auf Cursed Hollow und auf der linken Seite gespawnt. Gerade noch verlustreich rausgegangen gegen SK. Hier sind sie wieder. Team AAA, das Team aus Frankreich. Mit Jella, die einzige Nicht-Franzosin, glaube ich. Kommt aus Russland. Spielt diesmal Valor. Dann haben wir Toongjay auf Brightwing. Und hier unten Jark spielt eine Sibo, Vipelino spielt ETC und Gerd am Herd ist in Sergeant Hammer am Rollen. Ihre Gegner in den roten Trunks hier oben auf der rechten Seite haben wir Team Alternate aus Polen mit Gluehammer auf Tychus, Mopsio auf Arthas. Basiliano spielt Kerrigan mit ihrem Höllen- bzw. Halloween-Skin. Dann Guccio, Team-Captain, spielt Tassadar. Und in der Botlane, zu guter Letzt, haben wir Rymac, der spielt Uther. Waffle to win Waffles. Macht Sinn, oder? Ja, das ist eine harte Botlane. Ich glaube, sobald Rymac das sieht, werden wir eine Rotation sehen müssen aus Alternate. Ja, und er sieht hier auch schon, Gerd am Herd ist am Arbeiten. Jark hat er, glaube ich, noch nicht gesehen, aber er kämpft auch so ein bisschen hin und her. Aber noch kommt keine Rotation. Das heißt, er wird hier einiges an Schaden einstecken müssen auf der Botlane. Also, da müssen sie einfach oben reagieren. Aber ein guter Pull und ein schöner Root hier auf Toongjay. Da kommt der First Blood. Und der geht direkt an Team Alternate. Gute Eröffnung hier oben. Könnte es vielleicht sogar noch ausnutzen. Ein bisschen Schaden rausteilen, bevor sie runter rotieren. Noch kann Uther hier gegenhalten, aber er hat nicht mehr allzu viel Munition in den Turmen. Und der erste Turm ist hier schon auch runter auf halbe Gesundheit. Tassadar in der Zwischenzeit schlägt sich hier gut gegen Jella. Und so sollte es auch sein. Tassadar, einer der besten Solo-Laner. Neben Thrall natürlich. Ja, bei Kado ist es schon durch. Es gibt nur zwei Observer-Slots und sonst gäbe es halt nur einen Replay-Cast, der halt ohne Ton ist und das macht nicht so wirklich viel Spaß. Da haben sich die Viewer beim letzten Mal, gesagt, okay, lieber mit einem Spiel Versatz und dafür auch mit Sound und mit eigener Camera Control. Dann deshalb machen wir das jetzt so und deshalb das Ganze mit einem Spiel Versatz. Ja, fertig. So. Aber wir haben die Rotation jetzt hier endlich von Alternate. Und sie haben sogar einen leichten Vorteil in der XP bisher schon gekriegt. Oh, Brightwing ist ein zweites Mal draufgegangen. Hat da oben nicht aufgepasst gegen Gluehammer. Der ist zwar auch recht niedrig, das heißt, der wagt sich jetzt auch nicht zu tief in die Türme. Weil nur einer da die Munition erst verloren hat. Oh, da unten holen sie sich den Counterkill gegen Kerrigan. Auch Mopsio sehr, sehr niedrig, aber zu viel wollen sie es auch nicht wagen. Und das nächste Tribute kommt. Noch hat hier Alternate einen leichten Vorsprung, was die Level angehen. Aber ich denke nicht mehr allzu lange. Was macht denn dieser Vipelino? Wir gucken uns gleich mal die Talente an. Oh, Mopsio. Muss aufpassen. Vipelino hat eine gute Stunts raushauen. Jetzt kommt die Guccio mit dazu. Und da kommt schon auf der Root. Vipelino kann nochmal davon kommen. Zombie Wall hilft hier ein bisschen beim Zone. Vipelino allerdings jetzt hier komplett alleinstehen. Rymac muss allerdings raus aus dem Fight. Gluehammer kommt mit dazu. Da kommt das Shield und Vipelino bleibt am Leben. Kann sich nochmal retten. Und Alternate ist sehr, sehr hart angeschlagen. Sie haben zwar einen Level-Vorteil, aber
Irgendwie hat hier AAA trotzdem die Nase vorn, was die Gesundheit angeht. Und so sollten sie jetzt eigentlich auch das Tribute kriegen. Aber Ultimate, die geben halt nicht so schnell auf. Was sie gerne springt da nochmal rein. Kickt Gerd am Herz zurück. Aber Toonjay kriegt hier das erste Tribute. Ah, sehr, sehr lang dafür gekämpft. Ja, Faladu, ich caste immer mal auf Deutsch und auf Englisch. Die HCL, die caste ich halt auf Deutsch, wenn Kaldor da ist. Ansonsten, wenn er mal irgendwie ausfällt, dann caste ich sie auf Englisch. Den nächsten englischen Cast gibt es sonst wieder morgen, aber das ist dann eher ein Stream mit Zuschauerspielen und Solo-Queue und so weiter. Und am Samstag gibt es dann die HPL zusammen mit Thatcher. Die geht um 4 Uhr nachmittags los. Und du kannst auch in meinen Kalender gucken, da trage ich das Ganze auch immer ein. Bis auf die Solo-Queue-Streams, die trage ich eigentlich nicht ein. So, wieder eine Rotation. Level 7 Talente sind jetzt da für beide Teams. Gucken wir mal rein. Static Charge bei Tesla. Der hat sich auch noch den Healing Ward dazu geholt. Natürlich in Venom auf Arthas und auch auf Kerrigan. Battle Momentum kommt von ihr. Rune Tap für Arthas und Cleanse gibt's bei Uther. Nächste Tribute ist da. Das heißt, wir müssen uns hier mal kurz drauf konzentrieren. Habt ihr noch bei Tychus First Aid gesehen? Das ist natürlich auch eine gute Wahl. Sonst baut man nur auf Uther und da sollte er Alternate sich nicht allzu stark drauf verlassen. Das haben wir wieder den Tanz ums Tribute. In Level-Erfahrung können sie sich halt ein bisschen mehr wagen und gerade auch gegen ETC, aber Mopsu hat hier schon die ersten Schläge einstecken müssen. Jetzt wollen sie hier auf Vipelino gehen. Nee, Jark verträgt hier auch einiges. Aber Vipelino einiges an Schaden ab. Mopsu nochmal kurz critterized, um das Ganze unter Kontrolle zu halten. Sie versuchen immer mal wieder zu channeln, aber noch hat Alternate das Ganze unter einer guten Kontrolle. Gut, hier nochmal schön mit dem Oracle gesehen, was hier wirklich passiert. Gerd am Herd kriegt ja einiges an Schaden ab, frisst auch nochmal einen Storm, aber mit First Aid bleibt er da auch am Leben. Ja, wie gesagt, beide Teams trauen sich hier nicht so richtig ran. Es ist echt nur dieser Kampf um das Tribute und der Tanz darum. Und jetzt haben wir wieder einen Rückkehr um an den Manawell. Jetzt sind Rymac und Bluehammer wieder voll und wieder mehr zum Kampf beitragen. Gerd am Herd channelt, aber der Sturm kommt rein. Ist natürlich sehr stark, wenn man Tesla und Tychus im Team hat. Da hat man einfach die perfekten Disrupts immer wieder auf dem Tribute. Aber wenn, wenn das Tribute disrupted wird, kannst du es nicht mehr auf eine Sibo oder Sergeant Hammer setzen. Deshalb wundert es mich ein bisschen. Oh, schöner Dodge hier. Der Root hätte Gerd am Herd doch arg zusetzen können. Mann, das geht ja echt ewig hier. Oh, jetzt wird's Mopsio wissen. Hat aber schon viel Schaden genommen. Und eine super Zombie-Wall frisst jetzt Mopsio. Der ist da eingespannt auf der linken Seite. Das restliche Team versucht sich daran zu machen. Jark frisst einiges an Schaden. Gluehammer muss aber aus dem Kampf rausgehen. Vipelino versucht da nochmal ein bisschen was auszurichten. Rymac jetzt auch auf der linken Seite. Komplett alleine. Guccio auch gefangen. Ein super, super Stun hier von Vipelino. Kommt hier Guccio nochmal davon. Der kriegt nochmal ein Schild ab. Faceshift wurde auch gesetzt. Ja, ich glaube, er kommt davon. Gluehammer ist vielleicht nicht ganz so glücklich. Nee, der wird rausgenommen. Und auch Vasiliano hat leichte Probleme, aber er kommt davon. Und damit sollte das Tribute hier direkt an AAA gehen. Ja, das haben sie sich geholt. Und halt noch die 2 Kills obendrauf. Gute Aktion. Und Gerd am Herd, der macht jetzt hier einfach weiter Druck. Top Lane. Oh, interessant. Warum geht er nicht direkt auf die Lane? Ja, möchte scheinbar erstmal mit den Minions hier klarkommen. Alternate rotiert nach unten. Unten und Mitte lassen die obere Lane komplett unverteidigt. Jetzt kommt Tychus da wieder dazu. Ja, einfach nur Raffle eingeben. Egal wie ihr es eingebt, ob ihr ein Ausrufezeichen dazu haut, ist egal. Hauptsache dem Channel folgen, Facebook, Twitter und so weiter. Und dann seid ihr mit dabei. Oh, Rymac in der Zombie War gefangen, aber kann sich da gut den Weg rauskämpfen. Mopsio hat schön geholfen. Und jetzt kommt nochmal der Storm auf Vipelino, aber haben sie hier genügend CC, um ihn irgendwie festzuhalten? Jella versucht da unten noch nachzuhelfen. Vipelino, noch einen Schlag auf ihn, da kommt er. Vasiliano kriegt hier den Final Blow und sie gehen auch direkt hier auf ihre Heroics. Jella haut aber auch einiges an Schaden raus. Vasiliano muss echt aufpassen. Kann hier also auch nicht Jella nochmal ranziehen. Wir haben eine gute Kontrolle jetzt über das Tribute, aber ziehen sich auch sehr, sehr weit auseinander. Wollen unbedingt noch den Kill haben hier auf Jark. Aber die sind auch wieder zu dritt unterwegs. Sie können sich hier weiterhin halten. Unten versucht Valor das Ganze zu disrupten. Aber das nächste Tribute geht jetzt hier endlich auch auf Seiten von Alternate. 1:2 im Tribute-Spiel. Und gehen wir wieder zurück in die Lanes. Sieht so aus. Also Jano bleibt hier unten gegen Jella. Beide ungefähr
gleich auf, was Gesundheit und Mana angeht. Da wird sich noch das Siege Camp geholt und hier oben die Bruiser. Ganz ähnlich. Nee. Nicht ganz so ähnlich bei AAA. Die holen sich stattdessen lieber den Boss. Aber auch das plant Alternate gerade. So, perfekt gemacht. Da holen sie sich den Boss. Schaffen sie es auch noch, den anderen Boss abzufangen? Das wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Alternate ist da schon zur Stelle und sehr gut gemacht, dass Guccio hier ein bisschen weiter vorne ist. Hat auch noch so ein Oracle verfügbar. Das heißt, der kann ja gleich setzen, um rauszufinden, wann kommen sie denn. Wollen sie auf uns stürmen? Ja, jetzt haben sie schon die ersten Spieler gesetzt. Da kommt das Oracle. Und sie gehen zurück. Sie lassen den Boss sein. Sind halt ein paar Erfahrungspunkte hinten, aber ich meine, das... es ist halt risky. Sehr risky. Haben auch keine, nicht alle Heroics verfügbar. Noch 16 Sekunden teilweise. Also war schon die richtige Entscheidung von Alternate. Mobsio. Leicht out of position da oben. Aber sie wollen sich Jark holen. Da kommt nochmal ein Stun auf Jark. Aber er kommt davon. Mobsio jetzt gefangen da oben. Auch Rymek kassiert hier einiges ein. Vasiliano zieht ihn nochmal ran, aber wird direkt rausgenommen. Und Vipellino, das war nicht das perfekte Ziel zum Ranziehen. Er kommt sogar nochmal komplett davon. Mobsio komplett da vorne. Ohne Mana. Kann sich aber noch halten. Ist ja nur einen Spieler verloren, aber ich glaube, es wird nichts reichen, um hier dieses Tribute auf Dauer zu kontrollieren. 5 gegen 4. Blino stürmt da nochmal ran. Umjay kommt dazu zum Heilen. Jella kaum noch Mana, aber sie hält sich halt wacker. Jetzt ist die Odin-Form weg und jetzt wollen sie wieder reingehen. Sie wollen es jetzt wissen. Gluehammer hat auch noch einiges an Mana, kann also auch gut Schaden verteilen. Aber es sieht so aus, als wenn AAA jetzt hier langsam aber sicher die Kontrolle zu dem Tribute zurückgewinnt. Wir haben mal versucht, es dann nochmal von unten. Ja, mit den Napalm können sie halt immer wieder schön kostenlosen Schaden rauskriegen. Aber die Storms helfen natürlich auch, um das Tribute Channel zu vermeiden. Oh, Mobsio wird da komplett rausgefokust. Auch Vipellino macht hier Kerrigan den Gar aus. Rymek versucht zu entkommen, kriegt da nochmal ein Shield. Aber oben wird Tychus rausgenommen. Auch Rymek, er kommt nicht direkt ins Napalm. Aber Jark mit der Zombie Wall. Wow. Und das nenne ich mal einen Top-Teamfight für AAA. Wow, echt gar nicht mal von schlechten Eltern. Und jetzt können sie sich endlich das Tribute hier holen. 4 für 0. 4 für 0 und das so zeitig. Das gibt ihnen natürlich einen ordentlichen Erfahrungspunkte-Bonus. Und jetzt auch noch den Curse dazu. Curse, Boss geholt. Wobei, oh, sie holen sich den Boss nicht. Ah, ist natürlich ein bisschen, ist schon risky, gebe ich ihnen recht, weil die Respawn-Timer sind halt so bei 10 Minuten noch sehr, sehr gering. Das wäre ultra gefährlich gewesen. Dadurch kriegt natürlich Alternate jetzt den Boss. Wenn sie wirklich draufgehen, sie müssen natürlich auch ihre Lanes verteidigen. Da ist schon ein Fort draufgegangen. Oben das Fort wird auch schon von Minions angegangen. Jetzt müssten hier bald die ersten Helden auch noch von AAA dazukommen. Macht es dann auch nicht wirklich besser. Also sie müssen reagieren und sie müssen aufpassen, dass sie nicht ein zweites Mal überrascht werden beim Boss. Oh, Vipellino wagt sich da sehr weit nach vorne. Guter Root hier auf Tungjae und Jark, aber Ufer hat hier ein bisschen zu zeitig schon sein CC eingesetzt. Unten kommt Vipellino jetzt wieder mit rein in den Kampf. Gerd am Herd haut auch noch mit dazu. Mobs hier auf der linken Seite komplett vom Team getrennt. Und Alternate schon wieder in die Defensive gedrückt. Und schon wieder werden sie hier arge Probleme haben, ihren Boss irgendwie zu kriegen. Guccio wagt sich ein bisschen weit nach vorne. Oh, aber kommt, glaube ich, nochmal davon. Nee, Jella geht auf Verfolgungskurs. Oben Mobsio und Vasiliano werden von beiden Seiten jetzt ein Sandwich genommen. Und da kommt auch schon der Kill von ETC. Auch das Fort geht drauf. Mobsio alleine jetzt hier oben. Der Rest kommt von hinten nach, aber viel zu spät mit in den Kampf reingegangen. Das wird nichts mehr. Da hat sich Team AAA einfach einen einfachen Kill geholt. Also zwei einfache Kills plus ein Fort. Besser kann es dann nicht laufen. Gluehammer jetzt hier noch gefangen und kriegen sie den Kill? Nein, nicht ganz. Nicht ganz. Der kommt nochmal mit. Oh Gott, mit wie viel Gesundheit ist er davon gekommen? Ich glaube, das waren weniger als 100. Und das ist jetzt halt die Chance für AAA. Die werden sich jetzt die Bruiser holen und den Boss holen. Zumindest eins von beiden. Zwei Heroics sind hier noch verfügbar. Kerrigan hat noch ihren Maelstrom und auch der Divine Storm ist noch da. Wow, warum holt sich SK hier nicht den Boss? Warum holt sich hier AAA nicht den Boss? Sie hätten auf jeden Fall die Chance, das zu machen. Aber, ne, sieht so aus, als wenn Alternate nochmal eine kleine lebensrettende Maßnahme hier kriegt.
können sich ihre eigenen Bruiser sichern. Den Boss, den wird es wohl nicht mehr geben, aber die Bruiser lassen sich, glaube ich, nicht wegnehmen. Ja, gerade noch so geschafft. Bellino kommt nochmal reingerannt, Buchu kann entkommen. Oh, Rymek! Kommst du davon? Ja, trotzdem Crit Rise kommt er nochmal davon. Zombie Wall erwischt hier nur einen Bruiser. Und Hover Siege gibt's von Get am Herd. Ja, Level 16 Talente, die sollten wir uns mal angucken. Da gibt's Stone Skin auf Seiten von ETC. Specialized Toxin für eine Sibo. Crit Rise natürlich für Brightwing. Blood for Blood für Valor. Und da unten Hover Siege für Sergeant Hammer. Level 16 dauert bei Alderaan auch ein ganzes Weilchen. Aber wow, sie schaffen es wirklich, diesen Boss endlich mal zu nehmen. Echt erstaunlich, dass das noch passiert. Dasselbe passiert natürlich auch auf Seiten von AAA. Die werden sich danach noch ihre Bruiser sichern können. Und die anderen haben sie ja schon gekillt. Das heißt, sie können dann auf zwei Lanes wieder ein bisschen aggressiver werden, ein bisschen pushen. Und genau das planen sie jetzt auch. Da werden noch die Siege eins mit dazu geholt, um halt diesen Push noch stärker zu machen. Sie wollen jetzt schon das erste Keep haben und das ist ein perfektes Timing. Sind halt immer noch solide zwei Level vorne. Da kann man sich halt ein bisschen mehr rauswagen, kann sich hier die Mauern holen. Okay, warten hier sogar. Ja, dann muss man ein bisschen aufpassen. Das nächste Tribute kommt schon. Ist jetzt erst eins für Alternate. Das hat AAA wirklich noch gut im Griff. Jetzt holen sich die Siege Shines. Gut getimed, damit halt der Boss und die Siege Shines gleichzeitig an der Keep sind. Ja, und diese Feste, die steht nicht lange. Wow, und nimmt sich viel Schaden. Das Schild explodiert quasi instantan. Jark macht auf der linken Seite noch zu. Ja. Und der Boss, der wackelt munter weiter Richtung Core. Und die Siege Shines werden hier schon die ersten Schüsse loswerden. Ich glaube, das wird noch nicht der massive Schaden sein, nicht mal großartig viel Schaden am Schild. Ja, da kommt nochmal ein Schild von Guccio mit drauf, damit es nicht noch mehr wird. Und solange es nur Schildschaden ist, ist es nicht ganz so schlimm. Aber das Keep zu verlieren, das tut halt doch ganz schön weh. Und das werden sie jetzt halt in Zukunft auch merken, weil sie halt deutlich defensiver spielen müssen. Jetzt, wo sie halt noch mit stärkeren Minions bzw. den Katapulten zu rechnen haben, die dann auch nicht mehr von der Mauer aufgehalten werden. Und bis jetzt konnten sie bei AAA erst ein einziges Fort rausnehmen. Hier noch die Bruiser in die Midlane geschickt, Siege Shines in Toplane, da kümmert sich Vipellino drum. Und mal gucken, was an Level 16 Talenten auf Seiten von Alternate ins Feld geschickt wird. Second Strike für Arthas, Stone Skin für Arthas, Second Strike für Tessera natürlich. Blade Torrent haben wir bei Kerrigan, Imposing Present für Uther und Stone Skin auf Seiten von Tychus. So, erstaunlich, sie wissen schon, wo das nächste Tribute spawnt. Ah, das letzte war da unten. Das könnte sogar hinkommen. Könnte aber auch oben spawnen. Oh, das ist die Falle schlechthin. Und Alternate hat noch nichts davon gesehen. Ja, die wissen absolut null Bescheid, was da kommen könnte. Und ETC wartet auf seine Chance. Wartet auf den Stun. Oh, Guccio. Perfekt gestimtes Oracle. Nur durch Guccio haben sie hier den Teamwipe oder zumindest einen schlechten Teamfight verhindert. Da kommt das Tribute in der Mitte. Aber eine sehr, sehr schöne Position hier für Team AAA. Die Keys werden nach dem Spiel verlost. Einfach jetzt mit Raffle mitmachen, den Stream followen und auf Facebook und Twitter followen und dann Raffle eingeben und dann habt ihr eine Chance. Und nach dem Stream, direkt nach dem Stream, haue ich das dann rein. Wer gewonnen hat. Oh, Mopsio muss aufpassen, ist als alleiniger jetzt da oben unterwegs. Und da kommt auch direkt das Fokusfeuer auf ihn. Aber er wird hier noch am Leben gehalten. ETC kann da gut Rymek beschäftigen. Und jetzt kommt Jella von oben mit dazu. Mopsio frisst hier einiges an Schaden und jetzt noch der Ancestral Spirit mit drauf. Ich glaube, er könnte jetzt hier drauf gehen. Ja, er fällt. Guccio muss allerdings aufpassen. Face Shift wird gesetzt. Kerrigan wurde schon rausgenommen. Oh, Vipellino gibt ihm hier immer noch ordentlich Tobak dazu. Und jetzt ein guter Bodyblock. Da muss er in die Archon-Form gehen, aber wird es trotzdem reichen? Vipellino mit einem perfekten Bodyblock da auf Guccio. Nochmal ein Stun von Vipellino und Guccio muss dran glauben. Aber Gloomhammer kommt ihm zur Hilfe. Wie lange er ihn verfolgt und er kommt davon, ist das unglaublich. Mann, das war mal eine lange Verfolgungssequenz. Das mittlere Keep fällt hier noch und sie können sich noch die Bruiser hinterher holen. Hier oben kann Shark das Ganze noch beschäftigen, aber die Bruiser sind halt jetzt erstmal wichtiger. Dann können sie die nächste Lane rausnehmen, können das nächste Keep kriegen und vielleicht schon auf Level 20 kommen. Aber Siege hilft einfach immens in solchen Situationen, weil momentan ist es sehr, sehr schwierig für Alternate da auszubrechen und irgendwas gegen den Sergeant Hammer zu machen.
Du bist müde, Xbox Zero. Wir sind gleich fertig. Wir sind gleich fertig. Dann ist Zeit für die Haie. Aber noch hat Alternate eine Chance zurückzukommen. Es ist schwierig. Es ist extrem schwierig. Ich muss auch sagen, ETC hat hier echt einiges auch beigetragen. Berlino spielt den wirklich sehr, sehr gut. Immer zur rechten Zeit reingekommen. Auch sehr gut gespielt mit der Moshpit. War schön einige Spieler erwischt. Aber noch kann Alternate das Ganze halten. Eben auch, weil AAA halt noch auf seinen Level 20 wartet. Sobald das Level 20 klar ist, werden sie auch den nächsten Teamfight eingehen. Aber das nächste Tribute steht erstmal an. Und das ist wieder eine schöne Position für Team AAA. Oder nicht, könnte es vielleicht noch schaffen, hier einen einzelnen Spieler abzufangen, wie zum Beispiel Get am Herd da oben. Aber Tungjae fängt schon an zu channeln und sie müssen reagieren. Ja, da kommt auch direkt der Root aus Mobsio. Oh, Alternate von allen Seiten hier ein bisschen umzingelt, aber sie können auch das Team auseinandertreiben. Mobsio nimmt da einiges an Schaden auf sich, aber sie können... Kerrigan wurde rausgenommen. 5 gegen 4. Mobsio immer noch weit entfernt vom restlichen Team. Belino jetzt mittendrin, versucht auf Gluehammer zu gehen. Auch Rymac jetzt zwischen den zwei Fronten gefangen. Mobsio hält sich echt wacker, versucht irgendwie auf Jark zu gehen. Rymac jetzt mit am Start, aber sie sind halt die ganze Map verteilt, mehr oder weniger. Das ist kein einheitliches Team Alternate und so muss Mobsio jetzt auch dran glauben. Jark kriegt er zwar noch, aber ob es das wert war, Rymac schon extrem angeschlagen. Auch der verträgt hier nicht mehr allzu viel. Vielleicht kann Gucci ihn noch irgendwie retten. Nee, das wird nichts mehr. Und damit 4 für einen. Und das letzte Tribute, das geht jetzt hier an AAA. Jella holt sich das kostenloses Tribute mitgenommen. Bin gespannt, ob sie einfach durchpushen. Sie haben jetzt 40 Sekunden, ehe hier Uther wiederkommen. Ehe Aphis wiederkommen, noch 30 Sekunden. Das könnte sogar fast reichen, um hier den ganzen in Chaos zu machen. Belino versucht auf Vasiliano zu gehen. Da kommt nochmal ein doppelter Sturm drauf. Und mit der Moshpit auf Vasiliano perfekt gehalten. Und der letzte Blow kommt. Team AAA holt sich den Sieg. Und das war unser letztes Spiel heute in der Heroes Champions League.